Liebe Studierende, liebe Lehrende, sehr geehrte Damen und Herren, auch in diesem Semester halten wir allen Widrigkeiten zum Trotz an einer uns besonders wichtigen Tradition fest. Wir verleihen heute bereits zum 27. Mal den Duisburg-Essener Lehrpreis für in der Lehre besonders engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Lehrpreis hat an der UDE und ihren beiden Vorgängerinstitutionen eine lange Tradition. Bereits seit 1994 nominieren Sie, liebe Studierende, durch Ihre Fachschaftsräte Lehrende, deren Angebote und Einsatz Sie außergewöhnlich unterstützen. Wir freuen uns, dass wir über die Jahre schon Preisträgerinnen und Preisträger aus fast allen Fakultäten und Statusgruppen ausgezeichnet haben. Das ist ein wirklich guter Beleg für den großen Stellenwert und die hohe Qualität der Lehre an der UDE insgesamt. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro und darf im Bereich von Studium und Lehre frei eingesetzt werden. In diesem Jahr hat sich die Jury entschieden, den Lehrpreis an Tim Zosel aus der Fakultät für Bildungswissenschaften zu verleihen. Er forscht und lehrt im Institut für Berufs- und Weiterbildung, im Fachgebiet Erwachsenenbildung, politische Bildung, unter anderem zu sozialer Ungleichheit, Differenz und Partizipation in der Erwachsenenbildung. Zu dieser ganz besonderen Auszeichnung gratuliere ich dir, lieber Tim, sehr herzlich. Eine tolle Leistung. Lebensbegleitendes Lernen und Partizipation oder politische Bildungsarbeit mit Geflüchteten sind Beispiele seiner sehr aktuellen Lehrveranstaltungen, die didaktisch hervorragend aufbereitet sind. Tim Zosel, seine Lehre und sein hohes persönliches Engagement in der Hochschuldidaktik kommen bei den Studierenden ganz offensichtlich sehr gut an. Aber ich denke, das kann eine seiner Studierenden, Karina Kunert, noch viel besser sagen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich erfahren habe, dass der Vorschlag der Fachschaft Erziehungswissenschaft und Psychologie für den Lehrpreis 2020 erfolgreich war und Herr Zosel dieses Jahr den Preis erhalten soll. In den Seminaren, die Herr Zosel angeboten hat, hat er immer seine Lehre und sein Vorhaben so transparent für uns Studierende gemacht, dass wir von Anfang an eine Vorstellung davon hatten, was wir hier lernen können. Seine Pläne waren aber nicht in Stein gemeißelt und so hatten wir immer die Möglichkeit, das Seminar inhaltlich mitzugestalten und Schwerpunkte setzen zu können. Für diese Offenheit und die Möglichkeit zur Teilhabe an der Planung möchte ich Herrn Zosel danken, denn neben der Motivation der Studierenden steigt mit zunehmender Offenheit auch das Arbeitspensum für solche Veranstaltungen. Lieber Herr Zosel, vielen Dank, dass Sie diese Zeit in die Lehre investieren und herzlichen Glückwunsch im Namen der Fachschaft zur Verleihung des Lehrpreises 2020.